So, mal gucken, wo wir das nächste Mal unsere Yogamatte auslegen können, auf welche Map wir geschickt werden. Und welche ist es? Okay. Außenposten. Fünfergefecht. Oh Gott, mein Kreuz. Hier volle Pulle. Einen Schuss abgelassen, aber trotzdem werde ich aufgemacht. Okay. Jetzt haben wir mal noch Premium Munition rüber. Die ersten schießen schon hier blind hin. Aber gehen nicht auf. Ins 3, das ist natürlich auch schon wieder. Okay. Das wird nix.
wird nichts. Das war einfach nur Hausfahren, um mich mal aufzudecken. Vielleicht kann ja jemand reinschießen, aber das war. Wolverine hat vorhin gut geklappt, aber jetzt diese Maps schwierig. Katze weiß auch nicht, was sie will. Rein, raus, Mickey Maus. Und dann doch den Cousin. Von der Wertung her gar nicht mal so schlecht, ne? Nach Fahrzeugen, ja, das war ja natürlich hervorragend, ne? Jetzt gleich nochmal so eine Schlacht und dann. Uff, gegen 7, ne? Motor ist an. Bestimmt nett gemeint, aber jetzt habe ich keine Nerven für sowas. Kommt oder so. Aber ein weiterer Schuss, ne? Kann ich da rein? Nee. Okay. Gut, der kriegt den raus, oder? Ein Schuss. Das ging aber schnell. Klar, Arti von hinten, der von vorne. Dabei. Naja. Das waren jetzt lehrreiche Runden. Nabensteiner! Ich bin nicht.
Immer noch im Gefecht. Vielleicht gewinne ich doch noch. Den habe ich schon lange nicht mehr gefahren. Den VK 30, komm. Bin auch lange nicht mehr gefahren. The last kill is the deepest. Baby, I know. The last kill is the deepest. Hallo, Bunny. Herzlich willkommen. Oh. Und den ersten Teil vom Tag, von der Tagesaufgabe fehlt mir nur noch ein Kill. Und jetzt habe ich schon zwei Schlachten, wo ich nicht einen Kill gehabt. Das ist natürlich immer klassisch, wenn man sich da unter Zug setzt. Da fahren wir mal den Großen hinterher zur Unterstützung. Einen habe ich einen versenken können, das war gut. Aber der IMX steht da natürlich. Und wo wurde der beschossen? Das gibt's nicht, du. Hat er ein Dusel. Gucken wir mal die von hinten ein. Aber 3-3. Massiv sind die dort unterwegs.
Und ich überlege gerade, eigentlich brauche ich ihm gar nicht hinterherfahren. Das war's. Huh. Noch ein paar Punkte reingeholt, ne? Ja, zu spät. Ich hätte noch mit dem Zug rein müssen, wenn ich mehr Bonus bekomme, aber. Da bin ich noch nicht so fit. In der Situation so. Um zu switchen. Epische Belohnung erhalten. Sehr schön. Sehr gut, freut mich, freut mich, freut mich. Aber drauf gezahlt. So, zerstören Sie 10 Fahrzeuge. Na, das ist doch mal eine Herausforderung, ne? Und ich brauche noch 4400, glaube ich, ne? Oder ne, 4600 noch. 6, genau, dann 4600 Erfahrung noch im Wolverine. Wieder eine Map, die ich nicht sehr liebe. Also es gibt Maps. Soll ich sagen, die spiele ich gerne mit TD. Es gibt Maps, die spiele ich gerne mit einem Heavy.
Medium ist mir fast egal. Aber das ist auch eine Map, wo ich eher mit dem Heavy spiele als mit dem TD. Mögen bestimmt welche von euch sagen, ah nee, das ist doch auch super, aber das ist nicht ganz so meins mit der Map hier. Drücke mich mal hier in die Ecke. Guck, ob man da was hinbekommt. Fängt schon mal gut an. Wer kommt jetzt aber auch nicht? Langsam mal die Batterie. Okay. Da steht's drin. Okay, die Arti. Aber zumindest meine Strukturpunkte habe ich geschafft. Immerhin etwas. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die gewinnen. Dann passt es aber. Wieder mal kein Kill. Das soll mir, glaube ich, echt nicht gegönnt sein, ne? Na gut, ach schon mal, den Kill habe ich ja jetzt hier. Ich brauche noch 10 Fahrzeuge. Also wieder was? Was steht da schon wieder? Achso, ja. Okay. Das ist logisch. Dann drücken wir gleich mal wieder aufs Gefechtknöpfchen. Und dann geht's weiter. Oh. China in your hand. Jetzt mal wieder Gas geben, Richtung H4 ist es, ne? H4, H3 da so in die Ecke, da hoch. Wand steht da. Und Papiergefecht. Da ist es doch eigentlich mit dem M10 RBFM. Aus meinen damaligen Vierergefechten richtig mies.
Bitte 7. Macht darum, okay. Wo die ganzen TD, wo die anderen Leute sind. Okay, er hat den einen hier aufgemacht, sehr schön. Aber ich hätte gehofft, dass er hier bleibt, dass man hier die aufmacht. Ja, sieht nicht so gut aus. Ein bisschen viel eingesteckt, ne? Ja, hier zurück. Wird auch zu heftig. Und da hat T34. Ei. Wollte ich gerade gucken, was macht ihn, und dann nicht aufgepasst. Das war ganz klar. Ich habe mich gerade kurz auf den T28 auf die Karte geschaut und nicht da unten auf den C67. Tja, aber Wolverine macht einen Sieg. Das wird hier auch ein Sieg, hoffe ich doch. Naja. Aber kein Kill. Und dann weiter mit dem Wolverine. Also 25,5 brauche ich, 21,2 habe ich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Auf Elite, aber. Da müssen richtig geile Runden dazukommen. Schwierig, 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 schwierig mit 7ern. Und los geht's.
Kinetische Mauer auch Sieg, sehr gut. Kann ich nicht beschießen, alle in der Häuschen. Und keiner davor. Ist das so, dass ich ihn nicht drehe oder wie? Ach da. Keine Chance, den zu beschießen. Naja. Ruf da zurück. Ein 6. In einem Gebäude. Ist doch nicht. Drei zu 10. Da fällt einem das Entspannen richtig leicht. Also abholen.
Natürlich dann werden die Perks fertig. Nee, komm. Das bleibe ich noch mal zurück. Und ab ins Gefecht. Ah ja, Minen. Das ist doch mal in Ordnung. So, dann nehmen wir mal die Position hier oben, hier hinten irgendwo ein. Sieht hier noch was aktuell? Nein. Volker 3001. Kommt da nicht raus. Ist draußen. Bewegt sich nicht raus. Zwei, zwei. Okay.
Der ist da hinten. Auch mit vor. So. Also geht doch. Ah, schade.
und hier einmal auf ihn drauf. Nein, halt nicht, aber zumindest mal einen Kill habe ich. Ich habe gerade noch ein paar Grafiken abholen müssen. Gut. Habe ich gerade eine Nachricht bekommen, habe ich total verpennt. So, war okay, aber nicht drauf gezahlt, sehr gut. Ah, ja, ja. Ja. Statistik 10, 6, Feuer. Doch, guck mal hier. Wolverine. Geht aufwärts mit dem Wolverine. Gefühlt war das bisher eigentlich keine so gute Runde, aber anscheinend doch.